In diesem Video geht es um die besten 3 Brennwertkessel. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Mikroakkumulation. Brennkammer, wasserdicht. Nennleistung 25,50, 20,296 kW. Gas, Erdgas. Höhe x Breite x Tiefe 740 x 418 x 344 mm. Technologie, Mikroakkumulation, Mikrofast Kondensationskessel mit 25 kW. Geeignet für Wohnungen mit 2 Bädern und 100 Quadratmeter. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungs-Sieger. Start-A ist der Kondensationskessel, der speziell für den Betrieb bei hohen Temperaturen und damit für Heizsysteme mit Radiatoren entwickelt wurde. Gekühlter Brenner, Niedrigenergieumwälzpumpe mit EIEE020E. Klimaregelung direkt durch das Kesselsteuergerät gesteuert. Montageschiene, Netzkabel im Lieferumfang enthalten. Hydraulische Anschlüsse als Zubehör erhältlich. Elektrischer Schutzgrad IPX5D. Spezifikationen: Heizung, Nennwärmeleistung EIKW 25,00, Nennwärmeleistung E80 bis 60 Grad CE/kW 23,98, Nennwärmeleistung E50 bis 30 Grad CE/kW 25,35, reduzierte Wärmeleistung EIKW 12,50, reduzierte Wärmeleistung E80 bis 60 Grad CE/kW 11,65, reduzierte Wärmeleistung E50 bis 30 Grad CE/kW 11,89. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Der Kessel aus der Victrix Omnia Serie ist ein wandhängender Kondensationskessel mit einer Leistung von 20,2 kW im Heizbetrieb. Zu den Merkmalen dieses Modells gehören hydraulische Anschlüsse vom DIN-Typ und die geringen Abmessungen, die die Installation erleichtern. Der Kessel ist mit einer Elektronikkarte mit elektronischem Gaswechsel und einem selbstadaptiven Verbrennungsregelsystem ausgestattet. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, dank der Einstelltasten und des LCD-Displays. Dieser Kessel bietet die Möglichkeit der Kombination mit dem exklusiven KAV2 und dem externen Sensor, mit denen der Kessel ferngesteuert, überwacht und programmiert werden kann, um seinen Betrieb durch Klimatemperaturregelung zu optimieren. Die Modelle der Victrix Omnia-Reihe sind außerdem für den Betrieb im Freien an teilweise wettergeschützten Orten ausgelegt und sind serienmäßig mit einem Frostschutzsystem ausgestattet, das sie bis zu einer Temperatur von minus 5 Grad Celsius schützt. Darüber hinaus können sie in einem Solarcontainer bündig eingebaut werden,